Hallo und willkommen zurück bei Starbound. Willkommen. So, Fifi, mach Platz. Ah, schön. Mamo, ja. Was haben wir denn heute vor? Wenn ich mich recht entsinne, sind wir auch beim letzten Mal hier zu diesem kleinen Planeten geflogen, über den wir gerade schweben. Ja, alles klar. Hier ist ganz schön rötlich. Oh, hier möchte ich aber nicht lange bleiben. Das kriegst du ja voll in Rotschock. Der wäre auch cool. Hier mit so einer Melone als Kopf. Ja. So ein Bisasam mit Melonenkopf. Feuerspucker. Warum zermachst du die eigentlich alle? Ich hasse Pokémon. Sag mal, was ist denn das hier für ein Level? Ich weiß es gar nicht. Die platzen so leicht. Auf jeden Fall gibt's hier Kupfer. Ist ja schon fortgeschritten hier. Kupfer gab's schon überall noch. Was halt irgendwann aufhört, ist Eisen. Auf jeden Fall gibt's hier Rubium. Ja. Und hier gibt's was. Was ist das? Man weiß nicht, Pilze. Außerdem bringen die Fettkohle. Unser? Ja. Fettkohle. Hier ist ein Florana-Tempel auf jeden Fall. Hier nicht. Ja, hier aber. Ah, die Florana? Ja. Die sind irgendwie gemein, ne? Warum? Oh. Du bist schon wieder schwimmen gegangen, sagst du. Ja. Ich glaube auch. Ja, aber ihm macht das offensichtlich nichts aus. Ja, nicht so wie dir, du Pussy. Wo bist du hin? Im Florana-Tempel. Wo bist du hin? Mann. Die hauen ganz schön rein. Dann esse ich mal einen Hamburger. Schwimmen geht. Bist schon durch? Links? Was? Nö. Bist du rechts durch? Ja. Schade, dass man Objekte nicht einfärben kann. Ja. Oh. Was ist los? Bist du mehr schwimmen gegangen? Ja. Was machst du denn überhaupt da? Schwimmen. Hallo. Was ist euer Wissen hier? Cool. Was ist das? Der schießt durch. Ich muss mal kurz irgendwo heilen. Ich mach das gerade, ich liege gerade auf der Matratze. Du scheinbar nicht. Pöff. Pöff? Ja, ich habe so eine Frau verdroschen. Ach wie so. Immer. Standard. Ich könnte Stims gebrauchen. Stimpacks. Wohin liegen das hier Pixel rum? Wo? In meiner Tasche. Hast du mittlerweile den Grab Everything Button gefunden? Nee. Brauche ich nicht. Ich habe auch so genug Skill, um das zu machen.
Alter, er schießt auf mich. Man schießt nicht auf schlafende Menschen. Auf schlafende Roboter vielleicht, nicht auf schlafende Menschen. Schlafende Roboter? Hast du welche gesehen hier? Ja, welche im Standby. Hallo? Wir haben dafür einen extra Begriff, Sleep-Modus. Der ist nicht extra, der ist vorab gekupfert. Von wem? Sag nicht von Menschen. Ja doch. Hallo? Du bist ein Skiller. Ja, bin ich. Ich weiß. Immerhin hau ich hier nicht die ganze Scheiße kaputt. Kannst mich mal am Arsch lenken hier. Ich glaube nicht. Ja, also irgendwie bin ich kein Fan von Florana-Tempeln. Ja, das sind halt fiese Maps, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Das andere sieht auch aus wie so ein Pokémon. Mit seinem Schädel. Ja, hey, Schädel. Speed Boost! Wuhu! Ich hab die langsamste Bubble der Welt. Und? Was Schönes drin? Ja. Was denn? Hunter's Trousers. Geil. Das hatte ich euch aber schon. Oh, ein Baum. Schnee. Schnee im Sommer. Und da ist Viecher. Was ist los? Der Kleine muckt auf. Welcher? Die Lilan mit dem Schädel. Ja, tun sie auch. Ich hab hier gerade so blaue mit Neonfrisur. Ja, Regenbogenfrisur. Chili Seeds. Tolle Kiste. Eine Chili Seed Kiste? Und so ein komischer Speer. Komischer Speer? Mit 1000 DPS. Oh. Ich habe einen großen Vogel gefunden. Er verfolgt mich. Ich versuche vor ihm wegzububbeln, aber er ist schneller als ich. Immerhin habe ich jetzt einen Idioten gefunden, der sich mit ihm anlegt. Nö. Ja doch. Ich habe ihn nur von dir abgelenkt, weil ich ein netter Typ bin. Nein. Das ist dreist gelogen. Das ist voll wahr. Nein, voll dreist gelogen. Ich wollte dich überstürzen. Überstürzen wolltest du mich. Überstürzen wolltest du nicht. Was hast du jetzt schon wieder gefunden? Kleine blaue Viecher mit rosa Augen. Nee, die haben so eine hier Regenbogenfrisur. Willst du denn wissen, was ich gefunden habe? Ja, die kleinen blauen Viecher mit Regenbogenfrisur. Oh. Goldohr. Goldohr? Ja. Die haben keine Regenbogenfrisur. Doch. Du guckst halt falsch. Was bist du denn für ein Knirps? Ich hab hier so einen Käferknirps gefunden, der ist ja niedlich. Käferknirps? Ja, war nie so ein Flugkäfer-Ding. Das sah eigentlich relativ niedlich aus. So einen hatte ich noch nicht gesehen. Wo denn? Ich bin jetzt schon weiter gebubbelt. Oh, eine Kiste. Mit Elektrogranaten drin. Und Kohle.
Geil. Die Granaten musst du unbedingt verkaufen. An dich oder wen? Ja klar, ich gebe dir dafür 5 Rubium. Ich sag nein. Warum? Weil ich keine 5 Rubium brauche. Klar brauchst du 5 Rubium. Wofür? Ja, das musst du schon wissen. Ach so. Komische Höhle hier. Ist hier gar nichts drin. Hui! Oh. Angegriffen. Ach, da war schon wieder so ein großer Flattermann. Derselbe oder wer anders? Keine Ahnung. Oh, eine Kiste. Stell ich mich bei denen vor? Oh, eine Gasgranate. Und eine Stonehoe. Aber Solarium gibt's hier noch nicht. So, ihr kleinen Wichser. Zack. Einmal auf die Mütze. 180 Pixel. Was lohnt? Ja, Gott, soll mir recht sein, ne? Ja, du sagst ja nur. Ich baue nebenher noch so ein bisschen hier Diamant ab. Diamant? Diamant. Geil. Ja, daraus macht man doch diese Tiaras, oder? Ja. Aus Diamanten. Ja. Nein. Halt das mal. Ja. Wird hier angegriffen. Von wem? Noch so ein Dicker. Was war denn da? Da war noch ein dickes Schnabeltier. Ja, ich hab's gesehen. Hallo Vogel! Hui! Der Vogel nicht mehr Freunde. Es ist mein neues Haustier. Scheiß auf Vivi! Der Vogel. Na Vogel, kommst du mit? Hier, fein, machst du das. Nur in die Höhle kommt er nicht mit. Lässt du wohl mein Vogel in Ruhe? Ja, dann holen wir ihn doch zurück. Ja komm, ihr fein. Ey! Wir sind einmal rum. Weißt du, was das heißt? Wir müssen uns vom Vogel verabschieden. Tschüss! So. Vogel ist zerplatzt. Fifi! Du bist erstmal schön aufs Schiff gebeamt, sagst du. Ja, und? Fifi hat mich vermisst. Aha. Ich glaub nicht. Doch, voll. Hunter's Pants. Fifi hat entziehen lassen. Sollen wir mal die Pistolen auswerten? Pistolen? Plasma Sniper Rifle mit 1000 Schaden. Plasma Sniper Rifle mit 1081 Schaden. Plasma Pistol mit Rate of Fire 0,6 mit 1600. Nein, Müll. Plasma Rifle mit 1300 Müll. Soll ich noch schon meinen nächsten Planet suchen? Wir wollten aber die sieht cool aus. Nein. Wir wollten hier Eisen uns besorgen, ne? Genau. Such mal irgendwas easy cheesy mäßiges. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin gerade auf dem Weg. Aha. Das ist... Crap. Das ist Schnee. Dreck. Sand. Steine. Eis. Und Crap. Also. Ah. Crap.
Was machst du denn? Musik. Hier. Ich danke dir. Ja. Hier sind Seeds drin. Ja, unterschiedlichster Sorte und Güte. Hm. So, das hier ist jetzt ein Savannenplanet. Ah. Und, ist das schön? Ich hoffe doch. Silberbar, Kopperohr. Ist ein Kopperohr? Mhm. Oh, irgendwas rot, jetzt ist gelb. Ui. Sendfilter. Oh, und Bone Nebel. Gift. Hallo, Tech-Kiste. Ach, so ein Planet ist es hier. Wuhu! So, Eisen wollen wir, ne? Genau. Die sterben ja schon nach einem Schuss. Ja, ist Beta-Quadrant. Sollen wir in verschiedene Richtungen fliegen? Können wir eigentlich machen. Oder wie groß ist der Planet? Zur Mitte. Dann machen wir mal verschiedene Richtungen. Was hältst du davon? Können wir machen. Ich bin gerade dabei. Dann gucke ich mir auch mal die Höhlen an wieder, ne? Mach das mal. Wie gesagt, was hast du denn in der Tech-Kiste gefunden? Energy Dash, was sonst? Ja, geil, ey. Ich wette, der ist irgendwo eine ganze Menge wert. Ja. Huch. Sicherlich. Auf jeden Fall nicht bei mir. Hui, ist ja ganz schön tief runter. Nein, Höhle. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Was da wohl drin sein mag. Soll ich mal reingucken? Mach mal, ich habe hier auf jeden Fall jetzt ein vulkanisches Biom gefunden. Es ist tatsächlich ein Laughable Hammer. Geil. Mit der Unterbeschreibung Crappy Hammer. Geil. Ich bin ziemlich beeindruckt. Denk dran, du musst Eisen mit aufsammeln, ne? Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Nur ich habe halt hier überall diesen harten Magma-Rock und den budde ich nicht an. Außerdem gibt es hier Dorn. Pulsjump. Geil. Habe ich den schon? Ja. Ich weiß gar nicht. Das ist dieser Doppelsprung. Ach, stimmt. So, ich habe hier jetzt eine Avianerin gefunden. Verkauft die Eisen? Nee. Die hat hier nur eine Hütte. Wie stehen wir zu der Avianerin? Bringen sie um. Okay. Muss ich mal umdrehen. Hallo, willst du mal meinen Elektrozipfel schnuppern? Zap. Elektrozipfel? Ja. Ich habe einen Elektrozipfel. Das könnte aber auch glatt von dir sein. Herr Roboter. Oh, ein Gefängnis. Super. Umgehe ich das? Nö, renn mal ruhig einmal durch. Ich meine, die können eh nichts anhaben. Ja. Musste man nur noch mal kurz feststellen. Das ist halt das Schöne. Ich nehme mir ab und zu noch mal so einen Fingerprint-Sensor mit. Ja. Mach das mal. Dirt. Oh, Eisen. Ui. So, die Karawane zieht weiter. Tut's er? Ja, das ganze Gefängnis ist schon hinter mir her. Ja, und ich schüttel das mal ab. Abschütteln? Ja. Alter, ist das cool, wenn die Mumpeln durch die Gegner durchfliegen. Piercing.
Hallo? Hallo? Was ist denn los? Hallo? Was ist denn los? Ich hab hier sind so viele. Sehr wahrscheinlich, wie ich mich kenne, falle ich hier gleich irgendwo runter. Und bist tot. Ja. Hier, ich probiere hier mal ein bisschen rum. Ja, da da, ja da, ja da da, ja da da, da 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 da. Sicher? Ja. Warum? Ja da, ja da. So, jetzt mittlerweile bist du rechts von mir. So groß war er dann aber nicht, der Planet. Ja, mittelgroß. Es ist halt ärgerlich, dass hier halt die ganze Zeit nur jedes Felsbiom ist. Bei mir. Also ich glaube ernsthaft, dass das ein Frauenknast ist. Was sag ich so? Ich entschuldige mich für alles, was ich jemals dagegen gesagt habe. Auch die mit Latze sind Frauen. Ja, das jetzt nicht, aber Weißt du's? Hast du nachgeschaut? Ja. Schwein. Was dagegen? Ziemlich. Oh, eine Waffenkiste. Oh, eine Waffelkiste? Eine Waffelkiste. Oh. Waffel. Also die haben auf jeden Fall mehr Menschen mit Brüsten hier als ohne. Siehst du? Vielleicht leben wir hier in einem Zeitalter, wo man als Frau pauschal ins Gefängnis kommt. Ist in manchen Ländern jetzt schon üblich. Eben. Taka, 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 taka. Und die Männer, die dann hinter dir her hast, tatsächlich irgendwelche Übeltäter größter Güte sind. Übeltäter? Übeltäter. Männer. Aha. Liebe weiblichen Zuschauer, das ist nicht meine wirkliche Meinung. Wir haben keine weiblichen Zuschauer. Wir haben gar keine Zuschauer, aber pst. Was? Schon wieder hier so ein komischer Typi. Death to Heavens. Death to Heavens? Hat er gesagt. Dafür hat er Death bekommen. Heathens! Ist das dasselbe? Nicht ganz. Kann ich Englisch? Naja. Spielst du nicht auch irgendwie so ein Spiel, wo es nur Englisch gibt? Welches denn? Ziemlich jedes. Antichamber? Da gibt's gar nichts. Hallo, es ist schön, dass ihr auf mich schießt, aber es bringt nichts. Hast du immer noch hinter dir, sagst du? Nö, ich räume ab und zu mal mit dieser Piercing-Shot auf, aber... Hilft nichts, sagst du? Das Gefängnis ist ein bisschen größer, wobei... Bist du immer noch im Gefängnis? Ja, jetzt bin ich durch. Nacht. Und Giftpfütze. Wir holen uns hier natürlich jede Menge. Ja, Nacht ist natürlich scheiße. Weil man nichts sieht. Ja. Was so an Erzen im Boden ist. Ich habe auch jetzt keine. Keine Rucksacklampe. Ach, Giftwitze.
Ich hätte prinzipiell meine Mitte, ist mir zu doof. Ja, dann bringt es ja auch nichts, hier rumzudümpeln. Ja, doch. Vielleicht findet man ja noch irgendwas Spannendes, anderes. Ja, du meinst sowas wie ein 70er Jahre Apex-Dorf? Zum Beispiel. Ich habe jetzt ein Set gefunden. Tütüdü. Och, das hätte ich auch gerne als Haustier. So eine gelbe Katze. Eine gelbe Katze? Warum? Naja. Also eine große gelbe Katze. Wir sitzen da hinten in Schiebleit. Das bauen wir erstmal ab. Moi! Noch eins. Bauen wir erstmal ab. Juhu! So, wir sind einmal rum. Ich bin zurück auf dem Schiff. Alles klar. Oh, ich bin auf meinem Schiff. Was sagt der Spritstand? Was sagt die Zeit? Tick-Tack. Fifi! Komm, ja, Junge, hier! 100 Erz ist natürlich nicht so die Ausbeute, muss man sagen. 24. Das ist noch weniger Ausbeute. Willst du diese wunderbare Tech haben oder kann ich sie verbrennen? Verbrennen sie. Tu es einfach. Lass mich nie wissen, dass sie existiert hat. Willst du den Awesome Nose Jabber haben? Ich glaube nicht. Aber er hat 19 DPS. Ja, so genauso viel wie du, sagst du. Ich habe auch noch einen Awesome Plant Stabber. Geil. Energy Dash kann ich auch schon, wird verbrannt. Wir nehmen nichts mehr mit! So auf, wir sind viel zu picky. Und hüpf! Ja, fein! Und stirb! Stirb! Stirb, habe ich gesagt! Macht er nicht. Macht er nicht. Schweinerei. Einfach keine gute Kinderstube. Ich merke es schon. Ich habe ihn einfach zu lange bei dir gelassen. Ach, Fifi, es tut mir leid. Oh, Fifi. Ja, Mamo. Ja? Was sagst du? Ja, hier prinzipiell, bevor wir jetzt zu den Planeten runtergehen. Könnten wir einmal sagen, mach die Tür zu beim Kacken. Ist mein Schiff, ich muss hier gleich die Tür zumachen beim Kacken. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn Mamo hoffentlich ein paar Manieren gelernt hat. Was? Wozu? Wenn ihr uns was zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann auf diesem wunderschönen fleischfarbenen Planeten. Woo! Tschüss. Bye bye.